Wie gefährlich ist Disney? Zum Beispiel auf geheime Botschaften, die in ihrem Film versteckt werden, ihre Kontakte zum FBI und das Gerücht, dass Disney bewusst sexuelle Szenen in Filme einbaut, um Kinder schon in den jüngsten Jahren mit diesem Thema in Kontakt zu bringen. Ein paar Wissenschaftler und Doktoren haben mal genau erklärt, wie man uns durch Entertainment jede Botschaft in den Kopf einpflanzen kann, die man will. Ja. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns eine neue Recherche rein, ja? Wir ziehen uns eine neue Recherche rein von Flex-Doku mal wieder. Ein älteres Video, was ich mir noch nicht angeguckt habe, aber es mich wirklich interessiert, das heißt, wie gefährlich ist Disney? Miese Disney-Recherche haben wir auch schon die ein oder anderen Ausschnitte gesehen, dass die Jungs innen auf jeden Fall in dubiosen Machenschaften verwickelt sind und jetzt gehen wir mal rein, gucken uns das Video an, Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, Aluhut aufsetzen und los. Jo Leute, was geht? Hoffe alle. What's up, man? Kippe euch. Alles tight, Bruder, ich hoffe bei dir auch. Aladdin it in, man. Geil. Das ist wieder mal um sehr interessante Geschichten. Wir gehen auf ein paar Gerüchte und Fakten rund um Disney ein. Zum Beispiel auf geheime Botschaften, die in ihrem Film versteckt werden, ihre Kontakte zum FBI und das Gerücht, dass Disney bewusst sexuelle Szenen in Filme einbaut, um Kinder schon in den jüngsten Jahren mit diesem Thema in Kontakt zu bringen. Wir schauen uns ein paar Sachen an, die Kanye West über dieses Thema gesagt hat. Kanye West auch gerade ein bisschen dubios unterwegs, ne? Habt ihr gesehen? Auf seinem Instagram auf einmal voll den Demon-Shit am Posten, sexuell und so. Vorher dieser Livestream, der rausgekommen ist, wo der Real Talk gemacht hat, über eine gewisse Menschengruppe, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und auf einmal wieder richtig nur nackte Frau gepostet, ganz komische Sachen. Also bei dem Bruder weiß ich auch nicht, was da los ist, echt. Wirklich. Wie die den steuern oder was die mit dem gemacht haben, keine Ahnung. Er hat ebenfalls von Manipulation und Indoktrination der Kinder durch die Medien gesprochen. Auch gehen wir auf das Thema Tabakindustrie und Zeichentrickfilme ein. Es wird behauptet, dass die Tabakindustrie mit den berühmtesten Zeichentricksendern und Disney zusammenarbeitet und sie den Konsum von Tabakwaren jeglicher Art in ihren Filmen pushen, um die Kunden schon in den jüngsten Jahren manipulieren zu können. Krass. Und somit ihre Profite zu steigern. Wisst ihr noch, früher war Smoken voll in. Das war voll in damals. Wisst ihr noch, auch im Kino und so, diese Marlboro-Werbung und so ein Shit, ist gar nicht lange her. Wo ich noch ein Bengel war, so, da war Marlboro und diese ganzen Sachen, das war noch richtig, da wurde noch richtig Promo für gemacht. Auch besprechen wir detailliert, wie Manipulation durch den Fernseher funktioniert. Ein paar Wissenschaftler und Doktoren haben mal genau erklärt, wie man uns durch Entertainment jede Botschaft in den Kopf einpflanzen kann, die man will. Ja. In dem heutigen Video gehen wir auf Manipulation, subliminale Botschaften und was subliminale Botschaften überhaupt sind und was sie bezwecken sollen ein. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. Mann, eigentlich so ein geiler Typ, ne? Also der hat schon Sachen gesagt, wo ich sage, bruh, Respekt, weißt du, wie ich meine? Kein Blatt vor den Mund genommen. Voll reingegangen, weißt du? Und dann kommen aber immer wieder so komische Sachen, wo ich mir denke, Digga. That are fed to children by the age of 6 or 7. Guck mal, wie viele Leute da im Publikum sitzen und dass der einfach da so eine Sachen auspackt, weißt du? Das ist eine wichtige Geschichte. Das ist eine krasse Sache. Ich weiß noch damals, wo der das erste Mal von diesen Sachen geredet hat und dann alle gesagt haben, der ist verrückt und der ist dann in die Klinik reingekommen und so. Und dann weiß ich nicht, was mit dem, die haben den dann mit Tabletten vollgestopft und dies, das, bla bla bla. Das ist eine ganz komische Sache. Wir wissen halt nicht genau, was da abgeht, aber in Hollywood, wenn du anfängst, solche Sachen zu erzählen, passieren mit dir ganz komische Sachen auf einmal. Within those images, there are images mixed in that we don't know about as parents that are purposely mixed in to look. Again, it gives young girls and the idea that that is the way that you get what you want. You use your body. Ja, das ist heutzutage Normalität. Them actually just sitting there. Accepting all this, maybe laughing or crying, but they're not going to argue with the set because they don't have the ability. Walt Disney wurde 1901 in Chicago geboren und entwickelte ein frühes Interesse am Zeichnen. Er nahm als Jungen Kunstunterricht und bekam im Alter von 18 Jahren einen Job als Illustrator. Er zog Anfang der 1920er Jahre nach Kalifornien. Ist das der Digga oder was, der Walt? Und gründete mit seinem Bruder Roy das Disney Brothers Studio, allgemein bekannt als Disney. Schon früh etablierte sich das Unternehmen als führend in der Animationsbranche. Mit der Schaffung des weltbekannten Charakters Mickey Mouse, der das Maskottchen des Unternehmens ist und der Beginn von Animationsfilmen.
In den 1950er Jahren expandierte Disney. Müsst ihr euch überlegen, diese Filme, auch krass, jetzt mal so ein technisches Detail. Damals haben die wirklich jedes einzelne Bild gezeichnet und dann quasi zu einem Film gemacht. Jeder einzelne Frame wurde gemalt, Digi. Musst du dir mal reinziehen, weißt du, was das für eine Arbeit war? Vergnügungsparkindustrie. Und eröffnete im Juni 1955 Disneyland. Die Manipulation bei Disney fängt nicht erst bei dem Film an, sondern schon direkt im Disneyland. Zum Beispiel werden in Disneyland Gerüche versprüht, die Leute zum Kauf anregen sollen. What the fuck? Zuerst wurde Smart Dust, Bruder. System für Theateraufführungen erstellt, um das Erlebnis bei der Aufführung realer zu machen. Doch später verwendete man es, um zum Beispiel den Duft von frischen Waffeln auf die Straßen von Disneyland zu bringen. Und somit Leute zum Kauf von Eis und anderen Sachen anzuregen. Macht Sinn. Diese Art von Manipulation. Meckes macht es auch, glaube ich. Nicht so schlimm. Aber in Disney-Filmen findet man oft unterschwellige Botschaften. Den kennen wir schon hier. Warum diese reingemacht werden, gibt es verschiedene Theorien. Aber keine ist bestätigt. Es gibt viele, die behaupten, dass Disney bewusst und oft zweideutige Szenen in Filme bringt. Die dafür sorgen, dass die Kinder schon in den jüngsten Jahren mit dem Thema Sex in Verbindung kommen. Ja, wir sind übersexualisiert. Auch die, wie wir alle mit dem Shit groß geworden sind. Auch die Musikindustrie etc. pp. Überall ist Sex. Überall ist Sex. Überall nackte Frauen. Überall Sexualisierung. Ich bin auch überzeugt davon, dass diese Lust quasi auch ein Tool ist, um uns unbewusst zu machen. Weil sobald du, also Lust und Angst, glaube ich, sind die größten Tools, um uns unbewusst zu machen. Weil wenn du Lust hast, dann denkst du nicht mehr klar und wenn du Angst hast, genauso. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Riesentool, was dafür genutzt wird, uns unbewusst zu halten. Diese Hardcore-Sexualisierung, habe ich irgendwann gemerkt. Deswegen habe ich auch aufgehört, Pornos zu gucken, dies, das. Selbstbefriedigung, muss man halt dran arbeiten. Ist eine Sache, die ist auch nicht einfach, wenn du jahrelang das als Normalität gesehen hast, 20 Jahre lang oder so, und dann versuchst dich davon zu trennen, so, dann merkst du auch richtig, was das auch für ein Suchtpotenzial hat im Endeffekt. Bewusst oder unbewusst. Dieses Thema hat zum Beispiel mal Kanye West angesprochen. Protecting your kids from the indoctrination of the media, the thousands and thousands of images that are fed to children by the age of 6 or 7. And within those images, there are images mixed in that we don't know about as parents that are purposely mixed in to lower the kids' superpower and esteem so that they can be more susceptible to consumption and feel that they need to consume and become a part of the robotic numeric system that controls so much of the media. Der ist krass, Digga. Kanye ist schon krass, sag ich dir ehrlich. Kanye West hat von subliminalen oder unterschwelligen Botschaften geredet. Schauen wir uns mal kurz an, was ein Subliminal ist. Ein Subliminal ist eine Botschaft, die unterhalb der Bewusstseinsebene übermittelt wird. Sie wird oft in Form einer Audionachricht oder in Form einer visuellen Nachricht gezeigt, die für eine bewusste Wahrnehmung zu schnell auf dem Bildschirm geblitzt wird. Mac ist, Digga, habt ihr gesehen? Oder so platziert ist, dass sie nicht direkt erkennbar ist. Schaut zum Beispiel mal dieses Bild hier an. Seht ihr irgendwas außer die Blumen? Ja, Sex, unten. Seht ihr das? Hier? Da steht Sex, Digga. Da ist eine Dreier-Buchstaben-Kombi zu sehen. Das ist ein Subliminal. Die wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit von Subliminals sind gemischt. Wobei einige Studien positive Wirkung und andere keine Wirkung zeigen. Ob subliminale Botschaften Menschen beeinflussen können oder nicht, ist noch immer eine offene Frage. Safe können die Botschaften Menschen beeinflussen. So. Gerade wenn du in diesem Alpha-Wave-Zustand bist, der Fernsehen quasi in dir auslöst, so haben die auch festgestellt. Wir nehmen die ganzen Sachen, die da passieren, gar nicht richtig wahr. Die gehen direkt in unser Unterbewusstsein. Und so können wir gar nicht richtig feststellen, ob wir programmiert werden oder nicht, weil das nur im Unterbewusstsein stattfindet, so weißt du. Deswegen ist es ja auch so wichtig, deswegen labere ich ja auch immer von Bewusstsein. Weil umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du diese Sachen. Und es können nicht mehr so viele Dinge in dein Unterbewusstsein reinkommen, von denen du nichts weißt, so, weißt du? Aber es besteht kein Zweifel, dass sie seit Jahrzehnten in Werbung, Marketing und anderen Bereichen eingesetzt werden, um die Gedanken und das Verhalten der Kunden zu beeinflussen. Oft sind es immer diese drei Buchstaben oder generell etwas Sexuelles, was in den Bildern versteckt ist. Wie das genau funktionieren soll, kann ich euch nicht erklären. Aber man hat ein Experiment gemacht, wo man Leuten zwei Bilder gezeigt hat. Und sie gefragt hat, für welches sie sich eher entscheiden würden. 8 von 10 Leuten haben sich immer für das Bild entschieden, wo eine subliminale Botschaft eingebaut war.
oft. Ja, weil wir uns auch zu das Sexding, müsst ihr auch überlegen, das Sexding ist ja ein Ding, das ist ja eigentlich da für Fortpflanzung so, weißt du? Deswegen sehen wir uns natürlich auch, wir sehen uns ja alle nach Fortpflanzung so. Viele haben das vergessen, checken das nicht mehr heutzutage, aber das ist eigentlich unsere, wir wollen das, wir wollen Partner, wir wollen Kinder bekommen, wir wollen eine Familie haben so. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das einfach dann für uns, wenn wir irgendwelche sexuellen, subliminalen Botschaften haben, die wir gar nicht richtig sehen, aber unser Unterbewusstsein das sieht, dann fühlen wir uns dazu mehr hingezogen, als wenn das nicht da drin ist, so, weißt du? Die wissen ja, wie die mit uns spielen auch, mit dieser Sexualisierung. Das ist ein normaler Trieb, den wir als Menschen haben, der zur Fortpflanzung eigentlich da ist und der wird quasi ausgenutzt für Marketingzwecke. Sogar Fernsehsender erwischt, die bei einer Foodshow für einen Bruchteil einer Sekunde das Logo von McDonald's eingeblendet haben. Natürlich wird das gemacht, um Leute zum Kauf anzuregen. Gehen wir mal auf die Subliminals ein, die in Disney-Filmen zu sehen sind. Davon gibt es einen Haufen und fast alle sind sehr fragwürdig. Wie schon vorher erwähnt, werden oft sexuelle Botschaften im Film versteckt. Zum Beispiel in dieser Szene von Ariel, die Meerjungfrau. Während der Hochzeitsszene ist etwas zu sehen, das eindeutig zu erkennen ist. Der kriegt einfach einen Ständer, der Cousin. Echtes Ministers. Ziemlich kleiner Ständer, aber ist ein Ständer. Oft wird die Szene so erklärt, dass es das Knie von ihm ist. Einer sagt, wer will denn Kinder in diese kranke Welt ausliefern? Das ist so heftig, dass viele Leute dieses Mindset haben. Gerade von den Leuten, die angeblich bewusst sind und aufgeweckt sind. So, die sagen dann, ich will doch keine Kinder in diese Dreckswelt. Das ist für mich so eine falsche Conclusion, die Leute dann ziehen. So. Weil die Leute, die unbewusst sind und das nicht checken, die werden Kinder bekommen. Und die werden genauso unbewusst wahrscheinlich sein und das nicht checken. So. Ist euch nicht bewusst, dass gerade die bewussten Menschen, die viele Dinge verstanden haben, Kinder kriegen müssen, die mit einem hohen Bewusstsein aufwachsen, mit vernünftigen Eltern, die Werte haben und die Sachen verstehen und diesen Kindern eintrichtern, damit die von Anfang an vernünftige, liebende, gute Menschen sind, damit in der Zukunft auch noch solche Menschen da sind, Digga? Ist euch das eigentlich bewusst so? Weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, viele Leute verstehen das gar nicht, wie wichtig das gerade für bewusste Menschen ist, die ein paar Sachen verstanden haben und in Verbindung mit Gott sind und mit dem Guten und versuchen, das Gute zu verbreiten, dass es so wichtig ist, dass diese Leute Kinder kriegen, Digga? Deswegen will ich 20 haben, so. Die alle ein vernünftiges, herzliches, menschliches Mindset eingetrichtert bekommen und dann dafür sorgen, dass in der Zukunft noch solche Menschen am Start sind, so. Crazy. Ich höre das immer wieder und es macht mich traurig. Digga, wer will denn Kinder in diese Welt reinsetzen und so? Das ist so ein falsches Mindset, so. Wir sterben alle im Endeffekt am Ende des Tages, so. Und wir können dafür sorgen, aber dass vielleicht die Welt doch nochmal in eine bessere Richtung reingeht, wenn wir bewusste, schöne, gute Kinder auf die Welt setzen. Aber gleich gehen wir auf ein paar Szenen ein, die nicht zweideutig sind, sondern 100% eindeutig. Diese Szene wurde so gemacht, dass sie eine Erektion suggeriert, aber trotzdem noch Spielraum gelassen wird, um sich rauszureden. Im Poster des gleichen Films ist ebenfalls ein Subliminal versteckt, wo sich Disney aber nicht rausreden konnte. Und zwar das hier. Es ist ein Phallus-Symbol. Dafür hatte Disney sogar eine Erklärung. Erzähl mal jetzt, da bin ich gespannt. Sie sagten, dass ein Ex-Mitarbeiter, der gewusst hat, dass ihm gekündigt wird, dies aus Trotz in dem Poster versteckt hat. Ja, nee, ist klar, Digi. Guck mal, was sie für Ausreden haben, yo. Disney heimzuzahlen. Eine weitere Szene ist vom König der Löwen. Auf den ersten Blick schaut alles ziemlich unschuldig aus. Aber wenn man näher hinschaut, ist ein Subliminal versteckt. Ein halbnacktes Mädchen. Im gleichen Film wurden in einer Szene wieder unsere drei berühmten Buchstaben gezeigt. Das eindeutigste Beispiel und das dreisteste Beispiel. Bernhard und Bianca im Fenster jetzt, ne? Ein Ausschnitt von dem Zeichentrickfilm Bernhard und Bianca. Wo einfach ein Bild einer nackten Frau komplett ausgeschnitten wurde. Ja. Und in einem Fenster in dem Film eingefügt wurde. Es wurde keine Zeichentrickfrau reingeschnitten, sondern eine echte Frau. Auch wird Disney und Zeichentrickfilmen generell vorgeworfen, dass sie mit der Tabakindustrie zusammenarbeiten und den Konsum von Zigaretten und anderen Tabakwaren in ihren Filmen pushen. Wenn man sich eine Statistik anschaut, wann die Personen das erste Mal mit Tabak in Berührung gekommen sind, stellt man fest, dass die Mehrheit unter 18 war. Die Mehrheit der Personen haben das erste Mal mit 14 Jahren Zigaretten geraucht. Ich auch, leider. Und ich denke, die Mehrheit von euch, die rauchen, haben ebenfalls schon sehr früh angefangen. Ja, das war früher auch noch viel cooler so. Ich finde es gut, dass das heutzutage auf jeden Fall nicht mehr cool ist, so. Weißt du? Ich finde es gut, dass unter Jugendlichen nicht mehr cool ist zu rauchen, oder? Das ist nicht mehr cool auf dem Pausenhof und so. Früher war das cool. Das kann natürlich durch den Einfluss der Eltern kommen, aber auch durch Zeichentrickfilme. Gehen wir mal kurz auf das Thema Beeinflussung. Generell ist Rauchen viel weniger geworden, habe ich das Gefühl.
Ist einfach nicht mehr so, es ist einfach nicht mehr so verbreitet. Ist nicht mehr so. Ja, es gibt jetzt andere Sachen, die mehr verbreitet sind, aber dieses Rauchen ist zum Glück nicht mehr so ein Thema. Dem Fernsehen. Dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Aber ganz leicht und kurz erklärt. Das Gehirn hat eine Frequenz, die im Herz gemessen wird. Es gibt mehrere Frequenzbereiche, die das Gehirn hat. Zum Beispiel, wenn man gerade konzentriert ist, ist die Gehirnfrequenz anders, als wie wenn man gerade entspannt auf dem Sofa liegt. Es gibt den Gamma-, Beta-, Alpha-, Theta- und Delta-Frequenzbereich. Der Gamma-Bereich ist zum Beispiel, wenn wir sehr konzentriert auf eine Sache... Da sind wir jetzt da. Zum Beispiel in einer Schularbeit oder an einer Aufgabe, die den Kopf beschäftigt. Beta ist, wenn wir sehr konzentriert sind. In dem Alpha-Wellenbereich sind wir, wenn wir entspannt sind. In diesem Zustand sind wir sehr für Suggestionen offen und sehr leicht beeinflussbar. Ja. Dieser Bereich entsteht unter anderem bei Hypnose. In 1969, Herbert Krugman did a study where he found that in less than 60 seconds, the human brain switched from beta brainwave patterns, those in less than 60 seconds, weniger als 60 Sekunden, muss man überlegen. Inhibited during logical thought to alpha brainwave patterns. 1969 hat Dr. Herbert Krugman ein Experiment gemacht, wo er heraus... Herbert, der Jutze, Krugman. ...gefunden hat, dass man schon 60 Sekunden, nachdem man den Fernseher angeschaltet hat, in diesen Alpha-Wellenbereich kommt. Das heißt, schon nach einer Minute sind wir im Alpha-Wellenbereich und somit leicht beeinflussbar. Ist so. Du musst mal Menschen beobachten, die jetzt eine Stunde Fernsehen gucken, wie das aussieht. So, die sind wie in Hypnose, wie Meditation. In einem hypnoseähnlichen Zustand. Aber das war nicht alles. Das Gehirn besteht aus mehreren Partien. Eine Partie ist der Frontallappen, der für das logische, kritische und analytische Denken zuständig ist. Dieser Bereich sorgt dafür, dass wir strategische Entscheidungen treffen können. Schon 90 Sekunden, nachdem man Fernseher schaut, ist die Frontallappenaktivität auf Null. Krass. Das heißt, wir können schon nach einer kurzen Zeit am Fernseher nicht mehr kritisch denken. Da wir noch in dem Alpha-Gehirnfrequenzbereich sind, sind wir außerdem noch sehr offen für Suggestionen und sehr leicht beeinflussbar. Also kann man uns sozusagen... Bei TikTok auch. Ja, es könnte sogar noch schlimmer sein, oder? Bei Tickety-Tocky. ...sozusagen jede Botschaft in den Kopf einsetzen, die man will. Diese Botschaften werden im Unterbewusstsein gespeichert und werden irgendwann mal abgerufen. Das unterbewusste Handeln kommt immer dann zustande, wenn wir automatisch und schnell handeln müssen. So, guck mal, analytischer Geist, 5% Bewusstsein, 95% Unterbewusstsein. So, Logik, Vernunft, Kreativität, Willenskraft, emotionale Reaktion, Gewohnheit, Selbstschutz, konditionierte Reaktion und Überzeugungen. Und ich sag dir da ganz ehrlich, man kann sein Bewusstsein halt steigern. Deswegen sage ich auch immer, Bewusstsein steigern. So, du kannst das auf 50-50 holen, du kannst diese Bewusstseinsprozentzahl ganz weit hochschrauben, wenn du immer bewusster wirst als Mensch, weißt du? Und dann kannst du halt auch bewusst dein Unterbewusstsein programmieren, so. Und deine Programme erstmal super kennenlernen und sehen, okay, was für unterbewusste Programme habe ich eigentlich, was passiert eigentlich, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen, wie funktionieren Emotionen. Diese ganzen Sachen lernst du halt auch in der Meditation, beim Beten, bei diesen ganzen Sachen, wo du mit dir selbst bist, weißt du? Und versuchst, einfach ein bewussterer Mensch zu sein. Und umso bewusster du bist, umso weniger ist es dann überhaupt noch möglich, dich mit Film, TikTok, Serie. Ich bin mittlerweile auch schon so bewusst, dass wenn ich mir irgendeinen Scheiß reinziehe, der mir einen komischen Vibe gibt und irgendwie in mein Unterbewusstsein irgendwas verändert, so, ich merke das mittlerweile. Weißt du, du kannst das wirklich dann, du fängst an, die Sachen zu merken. Dann fängst du an zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich jeden Tag, Digga? Was ziehe ich mir eigentlich gerade rein? Warum mache ich das eigentlich? Das löst in mir eigentlich die und die Emotion aus, das löst in mir dies und das aus. Bis hin zu Musik habe ich das schon gemerkt. Früher habe ich einfach Musik konsumiert, was sich gut angefühlt hat in dem Moment. Aber umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du, was das eigentlich in dir tief auslöst und was das dann für Verhaltensmuster eventuell sogar prägt und wie du deine Entscheidungen im Leben anders triffst und solche Sachen. Das ist deep. Circa 95% aller Entscheidungen trifft das Unterbewusstsein. The frontal lobe of the brain is the seat of spirituality, morality, and the will. It's actually the analytical portion of our brain, and it's actually the decision maker. And so it's a crucial aspect in regards to our future success and happiness is how well our frontal lobe is functioning. And unfortunately, entertainment television suppresses the frontal lobe of the brain. Bei Kindern ist das noch viel krasser als bei Erwachsenen. Erwachsene müssen zuerst mal entspannt sein, um in den Alpha-Gehirnfrequenzbereich zu kommen. Bei Kindern ist das anders. Sie sind, bis sie 8 Jahre alt sind, immer in einem hypnoseähnlichen Zustand. Von 0 bis 2 Jahren sind sie im Delta-Bereich, wo eigentlich alles, was um sie herum passiert, Einfluss auf sie hat.
Von 2 bis 5 Jahren sind sie im Täterbereich, wo sie ebenfalls sehr beeinflussbar sind. Ab dem 5. bis zum 8. Lebensjahr kommen die Kinder in den Alpha-Bereich. Wie wir vorhin... Schule, Digga, auch, ne? 6 Jahre wirst du eingeschult. ...gesprochen haben, sind die Erwachsenen in diesem Bereich sehr beeinflussbar. Bei Kindern ist das genauso. Nur sie brauchen nicht erst entspannt vor dem Fernseher zu sitzen, sondern sind ganze Zeit in diesem Zustand. Das heißt, da müsst ihr euch mal vorstellen, wie wichtig das ist, was die Kids in diesem Alter sich reinziehen und mit welchen Menschen die sich umgeben und so. Schule etc. pp. Heutzutage Social Media, Handys, TikTok, diese ganzen Sachen so, sind für ganz junge Kids schon vorhanden. Ich bin froh, dass das bei mir gar nicht der Fall war so. Wir haben keine Handys gehabt in dem Alter. Und dann, also die Verantwortung heutzutage, dich um deine Kinder zu kümmern und zu schauen, was die konsumieren, was die in sich reinlassen und was nicht, ist immer noch viel größer geworden. Deswegen ist wichtig, dass wir bewusst sind, Kinder auf die Welt bringen, die direkt bewusst groß werden, gerade in der heutigen Welt, weil es muss auch noch ein paar normale Kinder geben in der Zukunft. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, so. Dieses Mindset von wegen, setz keine Kinder auf die Welt ist abgefuckt und dreckig und so, das ist einfach verkehrt, meiner Meinung nach. Alles, was Kinder in jungen Jahren schauen, wird irgendwie Einfluss auf ihr Leben haben. Wenn Kinder diese Botschaften in den Kopf kriegen, die wir vorhin besprochen haben, löst das was in ihnen aus und sie entwickeln sich vielleicht ins Negative. Eine weitere Sache wäre, dass man Kindern bestimmte Situationen zeigt und wie sie darauf zu reagieren haben. Wie wir müsst ihr euch mal überlegen, auch was teilweise schon, was Kinder sich schon für Sachen reinziehen, weißt du, auch diese ganzen Gewaltsachen oder diese ganzen Spiele und so, die es gibt, weißt du, wo Menschen getötet werden und von da nach, also wie krass das schon normalisiert wird, Sexualisierung, alles, die Kinder sind schon mit 13, 14 so abgestumpft, dass sie gar keinen richtigen Zugang mehr zu diesen göttlichen, guten Sachen haben, sondern schon so abgestumpft sind von diesen bösen Sachen, die auf der Welt abgehen, weißt du? Gesprochen haben, sind Kinder oder Erwachsene beim Fernsehen sehr beeinflussbar. Das heißt, die Reaktion auf die Situation, die sie gerade gesehen haben, speichert sich im Unterbewusstsein ab. Und sie werden höchstwahrscheinlich, wenn sie im echten Leben in die gleiche oder ähnliche Situation kommen, genauso handeln wie der Charakter in dem Cartoon oder der Serie. Das ist vielen Leuten noch gar nicht bewusst, dass eine Serie, in die du dich rein vertiefst so und jeden Tag guckst, dass das einen Effekt auf deine Entscheidungstreffung und dein Leben im Endeffekt hat. So. Das ist wirklich so. Auch wir als Erwachsene, wenn wir uns jeden Tag irgendwelche Serien reinziehen, so, dann hat das einen Effekt auf unser Denken, Handeln und wie wir vorgehen. So, das ist wichtig, Digga. Deswegen, eigentlich sollte man gar nicht zu viel Zeit halt vorm Bildschirm verbringen, egal auf welche Art und Weise so. Weißt du, und wenn, dann guck dir irgendwas Positives an, lass irgendwelche Frequenzen laufen, guck dir Podcasts an von Menschen, wo du ein Gefühl hast, wo du das fühlst so, dass das gute Menschen sind, die dir irgendwas geben, was Gutes geben so. In the Aladdin film. In which there's a scene where she becomes a seductress to distract the person who's after Aladdin. I never realized how... Krass. Ja, Dicker. Ich weiß noch. Da bin ich voll horny geworden sogar, glaube ich. Incredibly handsome you are. Ja, Dicker, ich kenne die Szene noch, Bruder, krass. That's better. Now. Pussycat, tell me more about myself. Your beard. Das hat uns alle deep geprägt, sag ich dir ehrlich. So twisted. This I find. Da fängt es an, dass du dann ein gewisses Bild auch von Frauen hast, dies, das, bla bla bla. Und dass Mädels das so nehmen, als okay, ich kann Männer verführen, indem ich einfach mit meiner Sexualität spiele und so. Das ist deep. Very dangerous, because you have, again, it gives young girls and the idea that that is the way that you get what you want. You use your body. Facts. May vehemently disagree with what's going on that program, but they have no ability. Jasmin hat mir nie gefallen. Alle Ariel schon. Nee, Digga, ich bin Jasmin. Team Jasmin auf jeden Fall. Gang. To actually bring forward. Das ist halt auch genau mein Type so. Schwarze, lange Haare, dies, das. Da ist er da, der Lovelock. And start to logically go through the arguments in their mind because of the suppression of the frontal lobe of their brain. Was denkt ihr über dieses Thema? Glaubt ihr, Disney macht das absichtlich? Oder sind das alles Zufälle und alte Mitarbeiter, die es Disney heimzahlen wollen? Ah, jo, sind das Zufälle, Bro. Alte Mitarbeiter, die es Disney heimzahlen wollen. Dafür gibt's dann aber zu viel von den Sachen. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus.
Ich küsse dein Herz, Flex, Mann. Starkes Video auf jeden Fall. Disney it out. Krasse Geschichte auf jeden Fall, Alter. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.